Ja, hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Animation Throwdown. Und Leute, Alter, mir ging selten so die Flatter wie jetzt in diesem Match hier. Gegen die Naughty Animations und ihr seht, was hier gerade passiert. 20 Minuten noch und da unten unsere Hyperinsel hat nur noch 11 Leben. Und wenn ich die angreife, Quatsch, also wenn die down geht, verlieren wir dieses Match. Also definitiv. Hier auf Bob's Burgers sitzt allerdings einer, dieser Brain Boss, der ist scheinbar unfassbar stark, hat nur gemaxte Pre-Combos und wahrscheinlich One-Man-Musicals und lauter so ein Kram. Also den werde ich nicht schaffen. Ja, mir bleibt jetzt tatsächlich nichts anderes übrig, als da oben auf Drunk zu gehen. Und jetzt einfach zu hoffen, dass die das da unten nicht schaffen, unsere Hyperinsel noch down zu bekommen in den letzten 20 Minuten. Dann bin ich fix und alles, schwöre ich euch. Ey, ehrlich, das macht mich fertig hier. Das macht mich absolut fertig. Wir schauen jetzt einfach mal. Ich kämpfe jetzt hier gegen Adrian. Und ja, jetzt müssen wir einfach mal gucken, was wir hier rausholen können aus diesem Match. Weil das ist einfach nur krank. Ich komme jetzt hier mal mit dem Boomhauer erstmal. Dann haben wir hier den Honey Bucket Student. Mit der Hailey werde ich jetzt erstmal hier so ein bisschen schützen und pushen von der Seite. Dann nochmal mit der Lila rangehen. Und ja, also, ich muss jetzt erstmal hier zusehen, dass ich da nicht noch. Gut, der Künstler Roger wird jetzt hier durchkommen. Ich habe nur noch 10 Leben. Holy shit, holy shit. Ich cripple jetzt erstmal hier alles Mögliche runter. Elffach cripple. All. Und gegen Adrian dann noch gewonnen. Das war schon mal eine enge Kiste. Also so hätte ich mit Sicherheit nicht gegen den anderen gewinnen können. Da bin ich schon mal das erste Match gewonnen. So, und es sind immer noch 11 Leben unten drauf. Das ist natürlich mega, also ich bin jetzt gerade, wie gesagt, mega angespannt. Auf der einen Seite liebe ich das Spiel dafür, auf der anderen Seite, boah, hasse ich es dafür, weil das sind so Situationen, wenn du halt selbst nichts mehr dran ändern kannst. Also sprich, wenn du einfach siehst, okay, da ist nichts mehr, es hängt einfach nur jetzt vom Gegner ab, was da jetzt passiert, das ist für mich der blanke Horror. So, ja, der hat da oben auch einen Quad-Fused Peter. Ich hab den jetzt auch. Und, Jealous Bobby. Ich gucke jetzt erstmal, was passiert. Ob er was mit Philip J. Fry anfängt. Macht er nicht. Das bedeutet, ich werde jetzt da oben voll auf Angriff gehen. Und dann gucken wir mal, was jetzt hierbei rauskommt. Normalerweise sollte jetzt dieses Match eigentlich ganz gut verlaufen. Lass mal überlegen. Hier hätte ich Roger geht ab. Mein Peter wird es noch die Runde überleben, auch wenn der Bobby rüberpunchen sollte. So, und jetzt gehe ich hier mit Betrunken im Clam noch ran. Das Match werde ich auf jeden Fall gewinnen. Hier Shrimp Dress nochmal. Und dann sind wir hier auch ziemlich safe durch. Das Match gegen Boo-Roy werde ich gewinnen. Oh mein Gott. Ich hoffe jetzt nicht. Ich hoffe, dass immer noch 11 da unten steht. Ohne Scheiß. Ich hoffe, dass da immer noch 11 steht. Ja, schön, 5 Kombos gespielt.
Interessiert mich nicht. Toll, 500 Coins und immer noch 11. Und es sind noch 16 Minuten zu spielen und jetzt glaube ich, haben wir es wahrscheinlich. Also ich kann mir jetzt echt nicht vorstellen, dass da jemand, also da musst du, um die Insel jetzt down zu bekommen, muss jemand schon wirklich. Also durchskippen kann man die Insel mit Sicherheit nicht. Das mit Sicherheit nicht. So, jetzt ist natürlich hier wiederum die Frage, was mache ich mit dem? Selbst wenn ich das, wenn ich jetzt bei dem 9 runterkripple, meine Tina krippelt noch 2. Das heißt, wir hätten 11-fach Cripple, der hätte immer noch 13, würde immer noch durchkommen mit der Gasattacke. Und auch hier käme er durch. Und hier käme er zwar durch, aber ich habe 22-fach. Ja, nein, 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 nein. Wir machen das noch ganz anders. Ich gehe jetzt mit dem Shrimp Dress nach rechts. Dann soll von mir aus der Schwarzbeiner-Rutscher da vorne mir den Bänder kaputt machen. Und will jetzt den Dr. Bombenstein einfach spielen. Fertig. Ich gebe jetzt meinen Bänder da vorne auf für Dr. Bombenstein. Und der wird jetzt da an Slot 2 sein übles Machwerk vollführen. Er guckt auch schon so böse. Also so, so, so. Also, wir gucken jetzt einfach mal, was wir hier raus machen können. Das Ding werde ich auf jeden Fall gewinnen. Gegen Scully. So, Dr. Bobenstein hat's gerockt. I love Dr. Bobenstein. I love my Bobenstein. I love my Bobenstein. So, nächstes Match. Schauen wir mal, was hier jetzt passiert. Holy Macaroni, also das ist unglaublich. Muskelbiber. Ja, und da sollte eigentlich ganz klar sein, was wir jetzt machen. Wir machen den Bobby und dann machen wir den Teufel. Oh, das ist natürlich nicht schön. Alter Vater, das ist nicht gut. Jetzt lass mal überlegen, was wir hier noch rausholen können. Gut, wegen der Gasattacke macht natürlich dann der Bob ganz viel Sinn. Ich muss jetzt. Hier, 21-fach Bodyguard. Damit sich der Teufel Bobby erstmal wieder erholen kann. Und das Ding ist jetzt gelaufen. Muskelbiber. Den haben wir besiegt. Mein lieber Scholli. Okay. Unten links, Blick in die Ecke. Wie sieht's aus? Immer noch 11 Leben. Okay, dann gucken wir jetzt mal, wen wir als nächstes bekommen. Mann, 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 Mann. Also das hätte ich niemals für möglich gehalten. Jamie H728, dass das Ding so eng wird. Lila, 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 Babysitter, lila, Opera, Singer, lila. Das ist jetzt alles nicht so schön. Ich fange jetzt erstmal mit der Pawtucket Patriot Ale an. So, da habe ich ja in der Regel immer ganz gute Karten. Das ist jetzt alles nicht so der Bringer hier, muss ich ehrlich zugeben. Aber Jamie sieht mir jetzt auch nicht so mega stark aus. Das bringt mir jetzt an der Stelle nicht so wirklich viel. Das bringt mir auch nicht so viel. Komm, wir gehen gleich eine Position weiter. Und wenn jetzt auch hier wieder mit dem Bob rangehen an die ganze Chose, dann werde ich nämlich hier jetzt den Hip-Hop-Bob spielen und der wird das Match dann definitiv für mich entscheiden. Da passiert jetzt nichts mehr. Stuffington Academy. Da sind wir no, immer noch nicht. Okay, das Ding ist immer noch nicht entschieden, aber jetzt wird es entschieden werden. Der betrunkene Peter wird jetzt noch rauskommen und dann, genau, das Ding haben wir jetzt hier gewonnen. Jetzt gucke ich wieder unten in die Ecke rein und was sehe ich da? Was ist da zu sehen? Immer noch 11 Leben. Okay, und jetzt sind es noch 11 Minuten und ganz ehrlich, also ich meine, wir haben ja schon einiges erlebt, ja. Wir haben schon einiges erlebt. Aber das hier, glaube ich, wird jetzt nicht mehr.
Da glaube ich nicht dran, dass die das jetzt noch schaffen. Also, das glaube ich nicht, nein. In 11 Minuten glaube ich nicht, dass sie die Insel jetzt noch down bekommen. Das würde ja bedeuten, in jeder Minute ein Leben runterbekommen und dann müssten sie ja wirklich eigentlich alles. Also, so ein Match dauert länger als eine Minute. Und dann müssten jetzt die Mega-Cracks von denen da noch dran kommen. Und das glaube ich jetzt einfach nicht. Also, ich meine, es gab immer schon Situationen, okay, da ist dann echt ist Kacke gelaufen, aber ich glaube das jetzt einfach ihr nicht. Und jetzt haben wir den Roger hier. Und dann haben wir hier den Roger geht ab. Holy shit. Also ganz ehrlich, Naughty Animations, starkes Spiel. Also, very, very strong matchup. Nice match. Nice match. So. Awesome. Haben sie echt gut gemacht. Immer noch 11 Leben. Und jetzt sind es noch 10 Minuten. Wieder der Muskelbiber. Er kommt jetzt hier mit einer Louise. Ja, jetzt ist natürlich hier die Frage, ne? Ich habe jetzt hier verschiedene, aber eigentlich sind die besten Möglichkeiten jetzt hier gerade, die ich sehe mit dem Bob. Und auch die Haley kann jetzt hier ganz gut mal was rumreißen. Aber jetzt spiele ich erstmal den Bob mit dem Home Ec Teacher. Okay, das Thema ist jetzt erstmal hier erledigt. Ich muss jetzt hier mit dem Stewie erstmal blocken. Und jetzt habe ich hier ein Hangover Nightmare. Der heilt sich selbst immer wieder hoch. Das ist auch gut. Dann haben wir hier noch die Lila. Der Muskelbiber macht mir ganz schön Probleme. Aber ich glaube, dass ich das trotzdem gewinnen werde. So, hier, ja, jetzt sind wir durch. Das haben wir geschafft. Noch die Peggy, dann machen wir noch die Nonne. Die Nonne Peggy gegen den Muskelbiber und damit haben wir dieses Match auch gewonnen. So, mein Lieber. Ja, mein Lieber. Wahnsinn. 3 Matches noch und da unten rührt sich jetzt echt zum Glück nichts mehr. 8 Minuten noch. Holy shit. Crazy. Schon Panik bekommen, muss ich echt sagen, ey. So, den Martian Kalender. Jetzt gucken wir mal hier mit dem Bob. Das ist nicht schön. Das ist nicht schön. Your Mom on top. Okay, your Mom on top. Das finde ich gerade nicht so wirklich prickelnd. Mein Lieber, mit was du da hier alles ankommst, angestänkert kommst. Ich muss jetzt auf jeden Fall irgendwie mal mit irgendwas hier mal Rabatz machen. Die Frage ist, ob das die beste Wahl ist. Ich denke schon, weil ich habe dann auch die Revanche noch mit drauf. Und das wird ihm das Genick brechen. Ist genauso, wie ich es vermutet habe. Also was heißt vermutet habe? Bender's Ducklings ist weg. Corporate Training hat es jetzt hier gerockt. Hier mit I Love Beer werde ich jetzt heilen und noch Angriffspunkte nach rechts und links verteilen. Dann komme ich noch hier mit dem Shrimp Dress auf den Dr. Bobenstein und das Match ist rum. Ja, wow. Der war gut. Der hat schon ein starkes Deck gehabt. Also nicht schlägt. Your Mom on top. Immer noch 11. Gott. Oh Gott, 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 o
Okay, also schauen wir mal, wie es jetzt hier weitergeht gegen Dusi 08. Und dann haben wir hier einen Bob. Und ich werde jetzt gleich den Dr. Bobenstein wieder auspacken. Eine meiner Favorite Waffen. One of my favorite weapons. K-Pop Peter. Also egal, mit was ich jetzt rausgehe, die Slubeck ist gerade hier so mit die stärkste. Dann gehe ich hier mal hin mit der Fahrtschool Jimmy Junior. Und Dr. Bobenstein wird das Match gewinnen. So, hier noch Bier, Bottle, Toast. Fertig. Bobenstein made it, man. So, noch zwei Matches offen und dann schauen wir mal, was hier passiert. Ja. So, da hebt sich wirklich meine Laune gerade. Immer noch 11 da unten. Noch 5 Minuten, das Ding haben wir gewonnen gegen die Naughty Animations. Siege um Platz, keine Ahnung, 90 oder so. In der nächsten Runde kriegen wir mega die Fresse voll. Das ist zu erwarten. Aber jetzt erstmal gewinnen wir das. So, jetzt habe ich noch eine Tina. Und, ach, perfekt. Die schlimme Tina kommt jetzt auch noch mit hinzu. Und da brauchen wir nicht lange zu überlegen, was jetzt mit Whatever Feind passieren wird. Whatever Feind kann dieses Match nicht mehr gewinnen. Da kann überhaupt nichts mehr passieren. Mr. Deliver noch auf Platz 2, also auf Slot 2. Und das war's. Whatever Feind. Ja, eine 10 von 10. Eine 10er-Bomb hier hingebrettert. Das ist schon mal gut. Das war wichtig. So. Und ich würde sagen, das Ding haben wir gewonnen. Jetzt lass mal hier schauen. Holy shit, das war echt übel. 47 von denen. Bei denen haben 4 Stück haben es gepackt. Bei uns haben es jetzt 6 Stück, mit mir dann 7 Stück geschafft. Dann haben wir noch. Also fangen wir mal an. Junkhead, Dytronic, Cuddly, R, Jesse und Kings. Und meine Wenigkeit jeweils mit einer 100. Congrats, Leute, sensationell gespielt. Zardos, Benitha, Chris, der Pate, Bounty, Krankus, Tipicolada, Gecko, Manubaya, Michael, Mr. Relim, jeweils 91. Thomas Cookie, Foss, ich kann den Namen, ist irgendwas Kyrillisches, Fost, Exame, Natinate, Mimo, Gamer Guy, El Mosquito, Tularis, jeweils 82. Robert, Topdas, Abdem, Eat Fresh Food, Sonja, Ilguru, Null, Alessio, Henny, Loredo, Teklis, Oliver, jeweils 73. The King, Manuel K., 64. Brownie, Enska, Spider, Stromi, 55. Sean G, 46, Ulrike K, 44, Dennis, 37 und Homer J, 32. Damit haben wir auch 47 Aktive gehabt. 47 Aktive gegen 47 Aktive. Das Ding lassen wir jetzt hier nur noch runterrattern, ey. Ich gehe jetzt einmal hier raus und dann gehe ich nochmal rein und dann sollte da immer noch die gleiche Punktzahl stehen. Oh mein Gott. Also das sind so Situationen, da, boah. Ja, jetzt gibt es wahrscheinlich auch schon die ersten Glückwünsche, dass wir es geschafft haben. Weil da kommen schon die ersten Kommentare rein. 2 Minuten 24 noch. Wahnsinn. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Ey, was eine knappe Kiste. So, Rankings, gucken wir mal hier in der Zwischenzeit rein. Natürlich Walkers of Gilmer auf 1. Guild of Thrones, White Lotus, Ninja Dolphin Squad, die haben uns ganz schön. Valhalla Awaits, deutsches Team auf 25, German Bulls auf 28. American Dad ist 1 auf 37. Wow, die haben wir auch schon besiegt. Learns Ball All-Stars haben wir auch schon besiegt auf 47. World of Marvel haben wir schon besiegt, 50. Those Germans auf 55. Kronenberg World haben wir schon besiegt auf 57. Okay.
Also sind auf jeden Fall einige vorne, die wir schon besiegt haben. Das heißt also, ich bin mir noch nicht mal so hundertprozentig sicher. Kann natürlich auch eine Überraschung geben und wir kommen gegen eine Gilde, die wir doch besiegen können. Mit ein bisschen Glück. Boah, und dann kommt hier sowas. Skullcrushers auf 90, ne? Und die sind richtig crazy. Robotics auf 88. Das ist mega krank. Ja. German Raiders auf 97. Ja, wir gegen Crimson Lotus. Gegen Crimson Lotus sollten die, glaube ich, gewinnen. Crimson Lotus ist nicht ganz so stark. Also, ah nee, das war jetzt nicht Crimson Lotus. Was war das andere? Das war Sapphire Lotus? Weiß ich nicht mehr. Ich bin mir nicht so sicher. Ja. Aber ich denke mal, das werden sie gewinnen. So, noch 32 Sekunden. Wir gehen jetzt noch einmal raus und noch einmal rein und dann sollten wir eigentlich schon runterzählen können. Da haben wir das Ding noch zum Schluss gerockt hier. In den letzten Sekunden ist jetzt hier nichts mehr passiert. Oh mein Gott, das war's dann. Jawohl, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Woop, woop. Das Ding haben wir gewonnen gegen die Naughty Animations. Leck mich am Arsch. Ja, Leute, wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir mal einen Daumen nach oben da. Schreibt mir was in die Kommentare. Abonniert den Kanal und schaltet das nächste Mal ein, wenn es wieder heißt. Animation Throwdown mit mir immer gleich. Haut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.